Mittwochmorgen, 6. Januar, 8 Uhr morgens am Baubetriebshof der Stadt Dülmen. Hier herrscht um diese Zeit rege Betriebsamkeit, denn auch im Winter gibt es viel zu tun. Zeit für den Winterdienst und der beginnt schon sehr früh am Morgen. Hier auf dem Baubetriebshof haben wir 52 Kolleginnen und Kollegen im Einsatz für den Winterdienst. Die werden vor der Saison, die am 1.11. beginnt, in zwei Gruppen aufgeteilt. Sprich 26 pro Woche, die dann immer wechseln, so rotiert das. Mehr als 600 Kilometer Straßen und rund 40 Kilometer Radwege müssen im Winter täglich überwacht und mit Salz eisfrei gehalten werden. Eine gewaltige Aufgabe. Dafür wurden im Salzlager mehrere hundert Tonnen Streusalz eingebunkert. Also Gemeindestraßen und Wirtschaftswege zusammen sind gute 620 Kilometer. Reine Kilometer, Streustrecke sind so 115. Dann haben wir noch Radwege mit 120 Kilometer, da streuen wir circa oder ja, so 45 Kilometer. Also wir haben die Möglichkeit, 1000 Tonnen zu lagern. Wir lagern 800 Tonnen vor jeder Winterperiode und kommen im Normalfall damit auch aus. Bereits um 3 Uhr nachts kontrolliert der Einsatzleiter bestimmte Punkte auf Glättegefahr. Ist das der Fall, rücken die Streufahrzeuge aus, um mit dem Streudienst zu beginnen? Ja, wir bedienen uns einem extra Wetterdienst, studieren aber auch mehrere gleichzeitig. Dazu kommt, dass der Einsatzleiter der Gruppe, die in der Woche dran ist, um 3 Uhr in sein Betriebsauto steigt und neuralgische Punkte abfährt, um wirklich zu testen, ist es glatt oder ist es nicht glatt. Wenn wir einen normalen Einsatz haben, so roundabout 5.000 Euro pro Einsatz. Normale Winter liegen dann so im Gesamten bei 150.000 Euro. Pressesprecher André Siemes ist beeindruckt von dem Umfang der Arbeiten für den Winterdienst in der Stadt Dülmen. Als Außenstehender macht man sich ja keine Vorstellung, was alles hinter so einem Winterdienst steckt. Allein beim Baubetriebshof hier sind es 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die halt in Schichten quasi auf Abruf stehen. Jede Nacht wird quasi geschaut, überprüft. Ab 3 Uhr ist ein Winterdienst notwendig, sodass die Kollegen dann auch schnell, wenn es notwendig ist, ausrücken können. Zudem muss man sich auch mal vor Augen halten, wenn die Kollegen rausfahren mit den Streufahrzeugen, machen die das. Wenn es glatt ist, wenn es dunkel ist, ist es also auch nicht ganz ungefährlich. Und allein das, finde ich, ist auch Anlass, um mal Danke zu sagen. Die Kollegen und Kolleginnen hier am Baubetriebshof leisten da wirklich einen super Job für die Bürgerinnen und Bürger, dass, wenn der Berufsverkehr morgens anläuft, dann auch wirklich die Straßen frei sind. 8.30 Uhr, die Teams besetzen ihre Fahrzeuge. Ein neuer Tag mit den besonderen Herausforderungen des Winterdienstes der Stadt Dülmen beginnt.